Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tomb Raider. Heute müssen wir mal gucken, dass wir unsere Freundin befreien hier. Und da gehen wir auch gleich in den Tempel rein hier. Weil die wurde hier entführt von dem komischen Magalaka. Der meinte, er muss sie dahin bringen in diesen Opfertempel hier. Okay, Leichenhaus. Und wir werden auch gleich mal gucken, dass wir das hinkriegen. Okay, weiß nicht, ob ich es richtig mache, aber ich mache es einfach mal, weil ich es kann. Hoho, ja. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Ganz einfach, die sind alle da gestrandet, die Leute. Da eine Rampe ist, geht's da weiter. Ist ja cool. Hätte ich gewusst, was ich tue. Mhm. Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden, also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. So ein Arschloch. Und jetzt ist er der Erste, der tot ist. Als würde das so nicht laufen. Was haben wir hier noch? Eine Karte. Schick, schick. Da tue ich mir weh, wenn ich da runterspringe. Dann lieber da. So, was machen wir mit dem Ding? Machen wir da jetzt was kaputt oder gehen wir da runter? Gute Frage. Nächste Frage. Gucken wir mal. Da, schau mal an. Okay, ich glaube, ich mache hier mal zu. Ich kenne mich, ich springe da rein sonst. Deswegen machen wir hier lieber mal zu. Oder muss das Ding da rein? Nö. Sieht so ein bisschen aus, als würde die Spitze da genau reinpassen. Aber ich glaube, dadurch, weil ich ja diesen Hebel dran habe. Diesen Hebel, dieses Seil dran habe, wo ich dran rumballern kann. Muss ich das so machen? Ah, Wurms hat's gemacht. Ich muss irgendwie darauf kommen. Oh ja. Könnte sogar klappen, was ich mir gerade so schnell vorstelle. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Mhm. Aber so in etwa könnte das funktionieren. Die Frage.
Frage ist nur, wie mache ich das am blödsten? Wollen wir nochmal hochfahren? Okay, ich muss es ganz hochfahren, okay. Daddy kann es weiter unten lassen. Nö, so will er nicht. Es tut weh! Es tut auch weh! Warum machst du sowas? Ich glaube, mein Gedankengang ist gar nicht so verkehrt dabei. Aber die Umsetzung hapert. Frage mich nur, ob der auch unten rumschwingert. Oder ob ich da oben vielleicht ein wenig mehr... Ja, komm. Oder kann ich da entlang hageln? Hier so? Ne, da geht's auch nicht entlang. Für mich die einzig logische Erklärung, dass ich da drauf muss. Dann darüber schwingen und dann ist gut. Okay, vielleicht bei der zweiten Runde. Wenn er der erste dagegen schlägt, dann kommt er wieder so zurück. Nein, auch nicht, okay. Au, du tut doch weh, Lara! Schmeiß deinen Enderhaken, soll das? Aber vielleicht kann ich die anders aus, schwingen, die Kugel. Okay, okay, okay. Nichts gibt der, wo ich die befestigen kann. Was denn, wenn ich es jetzt wieder hier aufmache? Okay, funktioniert auch nicht ganz. Eine Idee ist ja nicht so verkehrt, würde ich sagen, ne, aber irgendwie... Ah! Das, warte mal. Ab wo hebst du dich denn nicht mehr fest? Ne, für einen Scheiß. Oh, ich weiß, das ist so verkehrt, was ich jetzt mache. Wenn ich so hoch mache, dann ist es so hoch, dann komme ich da auch nicht dran, ne?
Den Sprung schaffe ich. Ja, von wegen. Aber okay. Wenn sie das sagt, wenn ich da jetzt von der Seite... Ich müsste die Öffnung wahrscheinlich von der Oberseite des Käfigs erreichen können. Yep. Och, Lara, mach mir doch nicht so Probleme. Verdammte Scheiße. Kacke. Okay, den Sprung schaffe ich. Ja, den Sprung schaffe ich auch, aber was soll die Scheiße hier, Lara? Der Moment, wo er da rumschwingt, muss er doch wieder hier, weißt du? Da muss ich oben drauf und dann runterspringen. Einmal so, Leute, und dann anders da. Okay, also oben drauf. Dann probieren wir es jetzt einmal oben drauf. Und in der heutigen Folge sehen Sie, wie komme ich auf ein Dach? Live mit Lara und Papa Nova. Heute das Dach springen. Naja, das Kugelspringen. Das Turmspringen? Wie heißt denn das hier? So, jetzt aber. Ha. 2.788.000 Anläufe, aber wir haben es geschafft. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Genau. Da geht der Boden auf. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Okay, dann wollen wir mal. Schauen wir mal rauskommen hier. Gleich nochmal einen Speicherort. Und dann kriegen wir mal vielleicht noch ein paar Aufrüstungen oder so. Oh, nach diesem Lager ist nichts mehr möglich. Okay, dann speichern wir hier ab, Leute. Können wir hier nochmal was ändern?
Endlich! Ja, wann muss man da mal die 100% machen, Leute? Das wäre viel geiler, glaube ich. Eine Satsuma-Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Ja, dann wollen wir doch mal. Haben wir gespeichert. Wollen wir das wirklich riskieren? Ja, da wollen wir rein. So, der Weg zum Tempel ist frei. Komm, wir laufen da rein und wir werden es allen zeigen, was wir können. Feuer kann es nicht aufhalten. Alles klar, Kollege. Du hast meine Freundin und ich werde sie holen. Lara ist angepisst. Aber auch nachvollziehbar. Muss da hoch, oder? Mhm. Dann komm ich da runter. Ich weiß, wenn ich einfach hier lang gehe. Okay, wir holen sie. Wir holen sie raus. Wir werden sie retten und hier alles zerstören. Hoffe ich zumindest. Machen wir wieder eine Glocke. Machen wir wieder Glockenspiele machen. So. Schöner die Glocken, die klingen. Kaputt hier, hey, was soll denn das? Das sieht aus als ob, aber als ob das doch nicht wirklich ist, oder? Okay, da kam ich her. Wo geht's weiter? Also da habe ich so einen Stein, einen Stab. Noch höher. Ah, da ist eine Glocke. Probieren wir es mal mit der, oder? Wow! Okay. Läuft bei uns.
Darüber muss ich. Am besten irgendwie springenderweise. Haha, Lara, läuft. Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Hallo, wir sind Lara. Ich komme immer zurück. Hahaha, habt ihr gesehen? Voll in Action heute. Heute ist voll Action, Leute. Ich frage mich, ob ich meine Freundin hier wieder rauskriege, den ganzen Weg entlang. Ja, nee, ist klar, ne? Okay. Dachte, es geht noch weiter. Da ist eine Höhle. Vielleicht die Höhle rein? Da runter muss ich. Ich muss runter, ich muss da runter. Nicht rüberspringen, runter. Oh, sag ich doch, runter. Ich versuche immer, wundert euch nicht ab und zu das gleiche wie bei Shadow of the Tomb Raider. Da ist nämlich auch so, dass man da sowas machen kann, aber da kann man sich abseilen. Komm, Lara, lauf! Das ist schon krass gemacht, ey. Wo die überall langläuft hier. Wie alles in meinem Mund zerfällt. Was wir da oben erwarten, was mich erwarten wird, ob es da einen Bossfight gibt und. Was da noch auf uns zukommt, Leute. Oh, große Königin! Durch alle Mühsal bringe ich euch das Gefäß! Strömt hinein und nehmt euch dieser menschlichen Hülle an! Strömt hinein und werdet wiedergeboren! Strömt hinein und erwachen! Thank you.
Dead Man Walking. Oh, da muss man halt richtig aufbauen hier. Jetzt hat er die falsche Taste gedrückt. Penner. Ich hab vor lauter Laune die falsche Taste gedrückt. Und auf einmal eh aufgetaucht ist statt. Alles benutzen. F zum Ausweichen. Oh, da klären wir ein paar. Oh, komm, Lara, wir machen das. Wir holen unsere Freundin, die Sam. Das ist irgendwie einfacher. Ich glaube, da ist die ganze Armee gleich tot. Die Türen machen auch nichts mehr. Rennen wir nochmal wieder vor sich hin. Das ist jetzt nicht erheben, die alle Sau. Große Königin, ey. Oh, wo ist man? Da muss ich jetzt echt so rüberspringen. Das wird was.
hat seine Schutzhilfe nicht geschützt. Ich habe sogar ein Model freigeschaltet. So, leider muss ich das mal hier sammeln. So. Und jetzt machen wir einen Cut, Leute. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ende ist, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich lasse natürlich gerne spannend für euch. Und bis bald.